Oh Mann, Leute. Der durchlöchert hier mein armes Fahrzeug. Okay. Wir warten erstmal auf die Verstärkung hier ein bisschen. Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von GTA 5 LSPDFA. Wie ihr es auch schon von den anderen Folgen gewohnt seid, sind wir direkt zu Beginn dieser Folge auf dem Weg zu einem Einsatz. Und zwar haben wir jetzt einen etwas gefährlicheren Einsatz reinbekommen, nämlich sind hier anscheinend in der Umgebung falsche Polizisten im Umlauf. Das heißt, irgendwelche Menschen geben sich als Polizisten aus und wer sowas kennt, der weiß, das könnte ein bisschen gefährlich werden, denn es gibt ja auch manchmal falsche Polizisten, die dann irgendwie bei jemandem klingeln, dann sagen, hallo Polizei, wir wollen hier mal ein bisschen was kontrollieren und im Endeffekt rauben die dann einfach nur die Leute aus. Also wir haben hier irgendwo falsche Polizisten im Umlauf und das kann natürlich auch ein bisschen gefährlich werden, sofern diese falschen Polizisten bewaffnet sind. Und hier ist auch schon der Anrufer, der uns das Ganze gemeldet hat. Der steht hier zwar ein bisschen, ja, ein bisschen dumm rum, mitten auf der Autobahnauffahrt, aber das stört uns jetzt erstmal nicht. Moin, guten Tag, wir sind auch dieses Mal von der echten Polizei, machen Sie sich keine Sorgen. So, der freut sich hier erstmal uns zu sehen, perfekt, ja. Ich würde sagen, Sie schildern mir dann erstmal, was konkret jetzt vorgefallen ist. Und dann werden wir uns auf jeden Fall mal auf die Suche nach den falschen Polizisten hier begeben. Die sollten ja auf jeden Fall nicht so weit weg sein. Also was ist denn genau vorgefallen? Er ist hier ganz normal die Straße lang gefahren, wollte hier auf jeden Fall die Autobahn hochfahren und dann kam ein Fahrzeug hinter ihn und hat so blaues Licht angemacht. Okay, also Blaulicht angemacht. Der hat ihm dann gesagt, er soll oder signalisiert, er soll mal bitte hier rechts ranfahren für eine Kontrolle. Er sah aber nicht wie ein Polizist aus, hatte keine Uniform, ja, kein Gürtel mit Waffen. Okay, also kein Holster hatte der und deswegen war der Anrufer hier ein bisschen erschrocken, okay. Ja, ob das jetzt ein Polizist war, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das könnte natürlich irgendwie ein Zivilpolizist gewesen sein. Wenn Sie eine Fahrzeugbeschreibung haben, dann werden wir da mal eben bei der Zentrale nachfragen. Also er hatte auf jeden Fall keinen Polizeiwagen mit, okay. Gut, dann erzählen Sie mir mal bitte eine Beschreibung zu dem Fahrzeug. Dann frage ich auf jeden Fall mal hier bei der Zentrale nach. Okay, anscheinend war das hier ein rotes Fahrzeug mit dem Nummernschild 80Y, beziehungsweise das Nummernschild enthält 80Y. Okay, alles klar. Unsere Zentrale wird dann mal hier Ausschau halten, beziehungsweise haben wir jetzt auch gerade mitgeteilt bekommen, dass es anscheinend kein Fahrzeug von uns, also wir haben kein rotes Fahrzeug in unserem Polizeifuhrpark, was irgendwie das Nummernschild 80 und ein Y enthält. Okay, alles klar. Ja, tut mir leid, den haben wir jetzt hier so ein bisschen gerammt. Beschweren Sie sich bei meinem Chef. So, alles klar. Wir werden dann auf jeden Fall im Nahbereich einmal hier ein bisschen suchen, also quasi eine Nahbereichsfahndung einlegen, ob wir hier irgendwie so ein Fahrzeug finden können. Da vorne sehe ich auf jeden Fall schon mal ein rotes Fahrzeug, ja? Also da werden wir direkt mal das, ja, es könnte der halt wirklich sein, weil ich glaube, die Täter, die bleiben meistens im Nahbereich, um hier weiter auf Opfer zu suchen, solange die nicht erwischt wurden. Aber jetzt sollte der auch schon sehen, hier ist die Polizei. So, ich probiere mal mein Radar anzumachen, damit wir direkt das Nummernschild hier kontrollieren können. Da links oben sehen wir es, das ist tatsächlich das Nummernschild, hat ein 80 und ein Y im, ja, im Kennzeichen enthalten. Also das hier ist anscheinend wirklich das Fahrzeug, was wir suchen. Das heißt, die Nahbereichsfahndung war jetzt ziemlich erfolgreich, ist wohl ziemlich schnell gegangen. Also wir können jetzt auf jeden Fall dieses Fahrzeug erstmal anhalten, geben ein Anhaltesignal. So, das sollte der jetzt im Rückspiegel sehen können. Halten Sie aber bitte an. So, Sie können dann direkt mal hier rechts ranfahren, aber rammen Sie das Fahrzeug da vorne nicht. Ja. Fahren Sie einfach mal ein bisschen rechts ran, damit wir den Verkehr nicht behindern. So, vielen Dank. Gut, wir werden uns auf jeden Fall nochmal eine Unterstützungseinheit hinzuziehen, denn falsche Polizisten sind auf jeden Fall immer ein bisschen gefährlich. Deswegen fordere ich jetzt hier mal per Funk noch bei der Leitstelle eine weitere Unterstützungseinheit an. Und da gucken wir mal, warten wir kurz auf das Eintreffen unserer weiteren Streifenkollegen. Da vorne sind sie auch schon. Also von daher, die wow. Also die Kollegen, die sind auf jeden Fall genauso gut im Fahren wie ich. Das freut mich auf jeden Fall. So, hallo. Oder würde ich sagen, ist sogar eine Kollegin hier, die uns unterstützen wird. Ich habe auch einen Kollegen dabei, aber der macht eine Mittagspause. Der bleibt hier im Wagen sitzen, keine Ahnung wieso. So, Kollege, dann werden wir mal hier die Person hier kontrollieren. Auf jeden Fall, die sieht auch schon so ein bisschen gekleidet aus, als würde die sich so, ja, als Security-Mann verkleiden wollen. Hat auf jeden Fall so eine Schutzweste. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier ein paar Kollegen als Unterstützung da haben. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. So, eine allgemeine Verkehrskontrolle. Wir hätten hier aber einen Tatverdacht der Amtsanmaßung. Ich bräuchte dann einmal bitte Ihren Ausweis, Führerschein, Fahrzeugpapiere. So, das ist der Josef Williams. Alles klar. Wir werden das dann mal kurz bei der Leitstelle kontrollieren. Wer weiß, vielleicht ist der Herr ja schon vorbestraft oder wird aktuell gesucht. Dann können wir den natürlich direkt festnehmen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. So, Josef Williams. Dann gucken wir einfach mal,
Gucken bei der Leitstelle. Und er hat anscheinend auch keinen Führerschein. Also, ja, gut. Ein falscher Polizist ohne Führerschein. Das ist auf jeden Fall gut, wenn sie hier Leute kontrollieren wollen. Und keinen Führerschein und selber keinen Führerschein haben, ist natürlich ziemlich schlau. So, ich bitte Sie einmal aus dem Fahrzeug auszusteigen, beziehungsweise wir werden dir nochmal ein paar Fragen stellen hier erstmal. Ist irgendwas in Ihrem Fahrzeug drin, was da nicht reingehören sollte? Vielleicht. Okay, ja gut, dann werden wir das direkt mal kontrollieren, wenn Sie so frech antworten. Haben Sie denn irgendwas getrunken? Nee, haben Sie nicht. Okay, alles klar. Drogen genommen? Er will nicht antworten. Okay, Sie wollen nicht antworten. Gut, dann steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug raus. Aus einem Moment, aussteigen. So, bleiben Sie hier. Hallo, hier bleiben. Guck, seht ihr, der hat auch so eine Security-Uniform an. Also wenn Sie hier irgendwie bei einer Sicherheitsfirma arbeiten, ne, dann legitimiert Sie das natürlich nicht irgendwie, ja, dass Sie Verkehrskontrollen machen können. Ich werde Sie dann deswegen jetzt erstmal kurz festnehmen, weil wir haben ja wirklich den dringenden Tatverdacht, dass Sie sich hier als Polizist ausgegeben haben. Deswegen werde ich Sie auch nochmal kontrollieren, ob der Herr irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich hat. So, wir werden dann gleich links unten Bescheid bekommen. Nee. Er hat nur einen Geldbeutel mit. Okay, alles klar, dann bleiben Sie bitte erstmal hier. Die Kollegin, ja, sie können eigentlich jetzt wieder wegfahren. Moment. Sieh der Herr, steigen wir bitte in mein Fahrzeug ein. So, Kopf einziehen und rein da, zur Sicherheit. So, mein Kollege kann sich ja mit dem jetzt unterhalten. Und an Sie, Sie können jetzt eigentlich wieder in den normalen Streifendienst aufnehmen, ja? So, schönen Tag. Gut, dann werden wir jetzt kurz nochmal das Fahrzeug kontrollieren hier und ansonsten bringen wir den Herrn dann mit zur Wache. Aber, wow. Also ich bin immer erstaunt, wie toll meine Kollegen fahren können. Das ist echt auf jeden Fall gut. So, wir gucken dann mal, ob wir das Fahrzeug kontrollieren können. So wie es aussieht, lässt sich der Kofferraum momentan nicht öffnen. Das heißt, der hat den, ja, versperrt eben. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie im Handschuhfach was nachprüfen können, kontrollieren können. Ja, hier können wir mal gucken, im Handschuhfach, ob da was ist. Ein Taschenmesser und eine Kamera, also jetzt nichts sonderlich Verdächtiges. Wir werden Ihr Fahrzeug aber trotzdem mal jetzt erstmal, ja, da Sie auch ohne Führerschein fahren, können Sie damit eh nicht weiterfahren, ja. Sie sind jetzt gefahren ohne Fahrerlaubnis. Wir haben außerdem noch den Tatverdacht der Amtsanmaßung. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das Fahrzeug hier abschleppen. Die kriminaltechnische Untersuchung wird dann auch nochmal einen Blick drauf werfen und das Fahrzeug wird dann jetzt zur Wache gefahren. Genau wie Sie. Also, wir fahren den Herrn dann jetzt erstmal zur Wache, geben den dort ab. Dort werden nochmal seine Personalien überprüft, die weiteren Schritte geklärt und wir können dann eigentlich wieder auf Streife fahren. Also, bis gleich und da ist auch schon der Abschleppwagen. Wir sind jetzt hier bei der Wache angelangt und werden den Herrn auf jeden Fall jetzt mal eigenhändig in die Zelle bringen. Dann werden sich gleich die Kollegen um den kümmern, aber wir werden den jetzt mal eigenhändig erstmal einweisen. Deswegen steigen Sie mal bitte aus hier. Raus mit Ihnen. Nein. Sie gehen jetzt mal hier bitte raus, ja. Warten Sie, Kopf einziehen. Ganz friedlich, ja. Oh Mann. So, der Herr hat es dann auch endlich mal geschafft, hier auszusteigen. Das heißt, wir werden ihn jetzt erstmal hier nach unten bringen. So, ein bisschen schneller. Ja, ich muss den hier ein bisschen tragen. Der weigert sich hier zu laufen. So, aber wir haben schon mal eine Zelle hier für den vorbereitet. Das heißt, Sie kommen jetzt erstmal hier rein. So, ja, wunderschöne Zelle, ne? Sie haben jetzt schon zwei Betten. Das heißt, wenn Sie eines dreckig machen, ist da direkt schon nächstes. Und Sie haben sogar eine Toilette da drin. Das sieht ja schön aus. Aber ich würde sagen, wir können dann jetzt auch mal wieder den normalen Streifendienst wieder fortsetzen und uns dann mal auf die Straße begeben. Deswegen, Kollege, kommst du mit und... Was ist bitte mit meinem Fahrzeug passiert? Also irgendwie sieht das so aus, als ob wir eine kleine Delle haben. Ja gut, wir werden das erstmal reparieren und dann den Streifendienst wieder fortsetzen. Während wir jetzt hier noch ein bisschen so auf Streife rumfahren, möchte ich diese Chance nutzen und mich einmal ganz herzlich bei der Firma Shakun bedanken. Einige von euch kennen die vielleicht, die stellen so ein paar Gaming-Sachen her, also die machen Tastaturen, Mäuse, machen auch Headsets, Gehäuse, etc. Auf jeden Fall hat diese Firma mir für meinen neuen PC ein Gehäuse und ein Netzteil zur Verfügung gestellt und ich habe das Ganze jetzt mal die letzten Wochen in meinen Videos, in meinen Livestreams und auch so die ganze Zeit ein bisschen getestet und muss sagen, es macht auf jeden Fall alles, was es soll. Das Gehäuse ist zwar ein bisschen zu klein, aber ich hatte mir das auch ausgesucht. Die PC-Teile haben da alle ganz knapp noch reingepasst, also da ist wirklich nicht mehr viel Platz drin, aber ich meine, Shakun hat auch größere Gehäuse, ist jetzt meine Schuld gewesen, aber zum Glück hat da alles noch ganz knapp reingepasst. Auf jeden Fall möchte ich mich bei dieser Firma bedanken und ich bekomme jetzt auch, bevor irgendwelche Leute rummeckern, nein, ich bekomme kein Geld von der Firma dafür, die haben mir einfach nur das Gehäuse und Netzteil zur Verfügung gestellt und wer sich auf jeden Fall mal die Firma anschauen will, die machen auf jeden Fall ganz coole andere Sachen noch. Ich habe hier auch ein Mauspad von denen rumliegen, übrigens. Wer sich die mal angucken will, Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und jetzt gucken wir einfach mal, was uns so für Einsätze erwarten. Ja, da haben wir auch schon den nächsten. Ja, anscheinend ist hier ein Geldtransporter gestohlen worden. Auch ganz in der Nähe. Okay.
Na gut, da rücken wir auf jeden Fall sofort mal zur Unterstützung an. Ein gestohlener Geldtransporter, da vorne ist er auch schon. Wir müssen den auf jeden Fall aufhalten. Ja, wir haben es anscheinend hier mit Schwerverbrechern zu tun. Denn ein Geldtransporter zu überfallen ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Da ist ja auch meistens so ein Sicherheitstyp drin. Deswegen fordern wir hier einmal Unterstützung an. Haben hier einen flüchtigen Geldtransporter. Benötigen wir einmal bitte Verstärkung. Okay, übrigens Leute, ich habe auch jetzt die deutschen Rettungswagen wieder eingefügt. In meinem letzten Livestream, da hatten wir ja noch die amerikanischen. Aber wenn wir heute mal irgendwie wieder einen Rettungswagen benötigen würden, dann käme da auf jeden Fall ein deutscher RTW. Also habe ich auf jeden Fall jetzt wieder eingefügt. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Verstärkung. Gegebenenfalls auch nochmal eine Lufteinheit, damit wir den auf keinen Fall verlieren. Ja, ein Spezialeinsatzkommando brauchen wir, denke ich, jetzt erstmal noch nicht. Ah, wir setzen uns mal ein bisschen davor und werfen gleich mal ein Nagelband. So, ich denke, wenn wir schnell sind... Oh nein, was passiert? Was passiert denn mit dem Fahrzeug? Okay, Nagelband. Ja, perfekt, Leute. Er ist drüber gefahren. Okay, super, perfekt, Leute. Er ist genau... Und meine Kollegen sind auch drüber gefahren. Oh Mann. Okay, aber jetzt einsteigen. Was ist denn gerade hier passiert? Aber Leute, so muss es sein, ja? So muss es sein. Das war wirklich ein perfektes Nagelband. Also der ist genau drüber gefahren. Oh Mann, ich hoffe, der hat keine gepanzerten Reifen, sonst macht ihm das nicht viel aus. Aber ansonsten, so, Luftunterstützung ist auf jeden Fall auch da, also ein Helikopter ist auch über uns. Oh Mann, wir müssen uns mal angucken, ob da irgendwas mit den Reifen jetzt auch passiert. Ja, Leute, die Reifen sind kaputt. Oh Mann, das war wirklich perfekt jetzt gerade. Also wir hatten genügend Zeit, das zu werfen. Meine Kollegen sind aber auch drüber gefahren. Ich glaube, die haben auch kaputte Reifen. Das Problem ist, der kann halt immer noch so ein bisschen weiterfahren, ja. Es wird halt schwieriger. Und ich glaube, ein Reifen ist so, oder zwei Reifen sind sogar noch da. Okay, da müssen wir gegebenenfalls noch ein Nagelband werfen, ansonsten können wir da auch drauf schießen, aber ich denke mal, mit einem Nagelband ist das vielleicht ein bisschen besser. Hier, wir sehen, zwei Reifen hat er noch. Okay. Na gut, wir setzen uns mal vor den. So, anhalten. Okay. Sofort, ey, Leute, was passiert hier mit dem Fahrzeug immer? Ich glaube, mein Fahrzeug ist heute kaputt. Ey, aussteigen. Sofort raus da. Stehen bleiben. Okay, wir haben mal ein paar Warnschüsse abgegeben. Ich habe auch gerade gesehen, das ist ein Sicherheitsmann. Also hier hat anscheinend irgendein Sicherheitsmann hat einen Geldtransporter gestohlen oder was. Okay, stehen bleiben. Bleiben Sie sofort stehen. Stehen bleiben. Okay, Sie sind erstmal vorne festgenommen. So, mein Kollege nimmt hier dann auch direkt mal den Herrn fest. Gut, alles okay. Da ist das Ganze nochmal gut hier verlaufen. Der hat sich jetzt erstmal nicht gewehrt, ist nur eben geflohen. Aber meine Kollegen haben den dann eben verhaftet. Deswegen übergebe ich dann auch mal an meine Kollegen. Die werden den dann mit zur Wache bringen. Und das Fahrzeug, ja, der Geldtransporter wurde anscheinend auch schon von meinen Kollegen hier beschlagnahmt. Das ging ja super schnell, würde ich sagen. Ja, dann war es das auch schon mit diesem Einsatz. Ist auf jeden Fall mega erfolgreich hier gelaufen. Hat mich auch mal gefreut, dass das mit dem Nagelband endlich geklappt hat. Also war wirklich super Arbeit hier, die wir geleistet haben. Aktuell ist es mitten in der Nacht hier in Los Santos und wir schauen einfach mal, was sich hier für kuriose Gestalten auf den Straßen herumtreiben. Die Polizeipräsenz ist auf jeden Fall in diesem Viertel ein bisschen erhöht. Wir sehen hier auch schon unsere Kollegen, die fahren hier so ein bisschen, die Leute kontrollieren, fahren hier ein bisschen auf Streife und jetzt haben sie auch schon einen Einsatz bekommen. Also ja, und bei unseren Kollegen läuft es auf jeden Fall. Wir fahren hier aber trotzdem mal so ein bisschen rum, aber ich glaube, momentan halten sich die Leute hier etwas zurück. Also gerade ist alles ruhig, deswegen werden wir einfach mal gucken, was wir noch jetzt so während unserer Streife alles mitbekommen, beziehungsweise was wir für Einsätze kriegen. Die Leitstelle hat uns gerade eben angefunkt und einen Auftrag gegeben und zwar müssen wir jetzt mal einen Haftbefehl vollstrecken mitten in der Nacht. Das ist erstmal, ja, wenn man es mitten in der Nacht macht, so ein Haftbefehl vollstrecken, ist das natürlich ein bisschen besser, weil die Leute, das ist für die halt immer ganz unerwartet, wenn da irgendwie die Polizei nachts, mitten in der Nacht, wenn man eigentlich schläft, klingelt und einen dann verhaftet, dann kann man sich meistens auch nicht dagegen wehren und das ist dann einfach sicherer für die Beamten. Allerdings, was wir jetzt machen müssen, ist ein Haftbefehl auf einem Arbeitsplatz von dieser Person eben vollstrecken. Das heißt, eine Person arbeitet gerade irgendwo, die hat jetzt gerade Nachtschicht und wir müssen die jetzt während ihrer Arbeit eben überraschen und den Haftbefehl vollstrecken. Die Person könnte leichte Bewaffnung haben, hat uns die Leitstelle nochmal mitgeteilt. Also wir sollen da ein bisschen vorsichtiger rangehen und aus diesem Grund machen wir jetzt auch mal hier die Sirenen aus, damit uns der Täter jetzt nicht hört. Also auf jeden Fall der Haftbefehl, der soll so ein bisschen überraschend eben vollstreckt werden, damit der Täter sich jetzt nicht zur Wehr setzt. Einfach damit es für uns ein bisschen sicherer ist. Wir werden uns aber dann, denke ich mal, ein bisschen Verstärkung hinzuziehen und die Arbeitsstelle ist jetzt auch schon gleich hier in 100 Metern Entfernung links. Das heißt, wir machen jetzt hier auch mal das Blaulicht aus, damit die Person eben jetzt gar nichts merkt, weil ich meine, die denkt jetzt wahrscheinlich so, wir sind eine ganz normale Streife und ja, wir müssen jetzt nochmal von der Leitstelle irgendwie Bescheid bekommen, wie diese Person genau aussieht, beziehungsweise wo die genau hier arbeitet. Ich glaube, ja, es war hier in dem Friseursalon. Genau, da steht es auch schon drin. Also wir müssen jetzt hier im Friseursalon...
ich habe jetzt erstmal eine Frage. Wieso bitte arbeitet man nachts in einem Friseursalon? Na gut, aber die Leitstelle wusste da auf jeden Fall von Bescheid. Anscheinend ist das hier irgendwie so ein Nachtfriseur. Deswegen, Kollege, mit, wir holen schon mal hier die Dienstwaffe raus. So, also wir müssen erstmal hier mit dem reden. Na gut, wir machen einfach Hand an die Waffe, ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. So, Hand an die Waffe. Einen wunderschönen guten Tag, bleiben Sie stehen, Polizei, so. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, ich bräuchte dann erstmal bitte Ihren Ausweis, wir müssen nämlich jetzt erstmal überprüfen, ob das wirklich die Person ist, auf die der Haftbefehl eben, ja, ausgestellt ist. So, bleiben Sie aber bitte hier stehen, wir sind von der Polizei, nicht erschrecken, das ist nur eine allgemeine Kontrolle. So, gut, dann werden wir jetzt einmal hier von der Leitstelle überprüfen, ob das auch die Person ist, das ist der Johnny Scarletta. So. Gucken wir einfach mal, Johnny Scarletta. Und ja, das ist die Person, auf der der Haftbefehl ausgeschrieben ist. So, einen wunderschönen guten Tag. Sie sind dann erstmal jetzt voll festgenommen. Ja, keine Sorge, Sie sind auf jeden Fall die richtige Person. Sie sind hiermit voll festgenommen. Und wir sehen schon, hat alles wirklich gut geklappt. Der hat sich jetzt nicht zur Wehr gesetzt. Also so muss das auf jeden Fall ablaufen. Deswegen werden wir Sie dann erstmal jetzt hier einverfrachten. Auf der Wache wird Ihnen dann auch nochmal genau genannt, wieso Sie jetzt festgenommen wurden. Aber ich denke... Ja, das wissen sie eigentlich selber. So, wir fahren den Herrn dann jetzt zur Wache und können dann auf jeden Fall unseren Streifendienst wieder fortsetzen. So, wir setzen den Herrn jetzt hier mal bei der nahegelegsten Wache ab. Der wird dann jetzt erstmal hier einkassiert und dann wäre es das eigentlich auch von diesem Einsatz. Ist auf jeden Fall mega gut gelaufen, der Herr. Ja, der war so ein bisschen überrascht, ne, hat sich nicht zur Wehr gesetzt. Auf jeden Fall alles super gelaufen. Der wird jetzt nochmal auf der Wache kontrolliert, ob der irgendwelche Sachen dabei hat. Hätten wir eigentlich machen müssen, ja, habe ich jetzt vergessen. Aber ich würde sagen, wir werden dann jetzt erstmal weiter auf Streife fahren. Soeben kam ein ganz, ganz dringender Einsatz rein und zwar laut Augenzeugenberichten läuft anscheinend ein Soldat amok, also das ist wirklich ein dringender Einsatz, den hatten wir auch so noch nie bekommen, denn ich denke, das ist eher ein Einsatz für das Spezialeinsatzkommando, also wie gesagt, laut Augenzeugenberichten läuft ein Soldat aktuell amok und das Ding ist ja, ein Soldat, der hat auf jeden Fall bessere Bewaffnung als jetzt irgendwie so ein Drogendealer, der nur mit einer Pistole ankommt, deswegen, das ist wirklich ziemlich gefährlich, wie gesagt, Soldat läuft amok, das ist in der Nähe vom Strand, zum Glück ist es gerade noch früh am Morgen, also ja, früh am Morgen, das heißt, so viele Leute sind noch nicht am Strand, das ist auf jeden Fall, da haben die Glück gehabt, deswegen, wir müssen jetzt mal so schnell es geht anrücken, weitere Verstärkung hat die Zentrale auch schon hingeschickt und wir gucken dann einfach mal, ob sich wirklich um Soldat handelt und schicken dann auch mal ein Spezialeinsatzkommando hin, denn ich denke einfach mal, dass wir beide das hier, beziehungsweise wir beide und die Unterstützungsstreifen das einfach nicht erledigen können, also das ist einfach viel zu gefährlich, was da jetzt abgeht, wenn es denn stimmt, was die Augenzeugenberichten da sagen. Deswegen, also Leute, wir machen jetzt erstmal Martin Zorn direkt aus, damit wir da, ja, damit der Soldat uns da nicht angreift. Denn ich denke mal, der wurde ja auch schon trainiert, so ein Soldat, ne? Der ist auf jeden Fall ein bisschen stärker als hier so die normalen Kriminellen. Deswegen müssen wir einfach mal gucken. Das ist jetzt irgendwie mitten auf dem Strand. Also da haben wir eigentlich einen Vorteil, weil da sollten wir den Typen auch relativ schnell irgendwie sehen können. Aktuell sehe ich hier jetzt noch nichts. Also das ist wirklich ziemlich komisch. Deswegen... Ja, aber wir benutzen einfach unser Auto als Deckung. Ich denke, das ist auch schon mal ziemlich sinnvoll. Obwohl, doch, da vorne sehe ich was. Der schießt auf die beiden Personen da. Okay, wir haben ja anscheinend wirklich einen Amoklauf. Wir müssen ihn auf jeden Fall direkt mal unterbinden hier. Hey! Okay, ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar Mal getroffen. Ja, wir brauchen hier einmal ein bisschen Spezialeinsatzkommando. Spezialeinsatzkommando angefordert. Boah, der ballert hier aber ordentlich drauf. Okay, Kollege. Nein! Oh Mann, okay. Ja, aber gut, er ist schon hingefallen. Also so stark ist er auf jeden Fall nicht. Hoffentlich. Der steckt aber einiges weg. Der hat eine gute Rüstung. Oh Mann. Aber wann kommt denn die Verstärkung endlich? Wir brauchen sofort ein Spezialeinsatzkommando, bitte. Sofort Spezialeinsatzkommando. Oh Mann, Leute. Der durchlöchert hier mein armes Fahrzeug. Okay. Wir warten erstmal auf die Verstärkung hier ein bisschen. Oh Mann. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir hier auch mal die Schrotflinte benutzen dürfen. Je nachdem, wie weit der weg ist. Okay. Armin. Wir haben ihn auf jeden Fall schon auf den Boden bekommen. Nein. Ja, die Verstärkung kommt. Das dauert aber hier ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Opfer es insgesamt gibt. Aber, boah, wie lang dauert denn das Gefecht hier? Mist. Leute, zum Glück ist das nur ein Soldat. Also wären das jetzt irgendwie 5 Soldaten, dann hätten wir ein Problem. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Boah, wir haben aber, glaube ich, ordentlich was weggesteckt. Hätten wir jetzt unser Fahrzeug nicht als Schutz gehabt. Ich glaube, das wär ziemlich böse geendet. Was hatte der denn für eine Waffe mit? Was war denn das? Okay, das war
Okay, es war anscheinend eine Einsatz-PDW, also eine nicht, also so stark ist die Waffe jetzt nicht. Also, ja, zum Glück war das jetzt nur einer und nicht so viele. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Opfer wir haben. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Rettungswagen, auf jeden Fall. Der hat ja irgendwie zwei Personen. Oh, okay. Oh, da muss ich husten direkt, wenn ich die sehe. Ne, auf jeden Fall, wir haben ja anscheinend nur ein Opfer. Einer ist ja noch weggerannt. Das heißt, wir brauchen hier nochmal einen RTW, bitte. Und gegebenenfalls auch nochmal, ja, die Gerichtsmediziner. Aber meine Kollegen, die haben ziemlich lange gebraucht und ich glaube, das Spezialeinsatzkommando ist immer noch nicht da. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, die werden da vorne von irgendwas blockiert. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal auf den Rettungsdienst warten. Okay, der Rettungsdienst ist jetzt schon eingetroffen, kümmert sich dann jetzt um die verletzten Personen. Kommen Sie, ja, da vorne ist noch jemand. Sofort bitte drum kümmern, vielleicht können wir da noch was für die tun. Das wäre auf jeden Fall gut. So, ich fordere auf jeden Fall jetzt schon mal Gerichtsmediziner an. Denn ich denke, das wird nichts. Da kommt auch schon der zweite RTW. So, aber, ja, die Mediziner hier vom ersten kümmern sich schon um die beiden Opfer. So, Gerichtsmediziner werden dann auch angefordert. Oh Mann, Leute, also das war wirklich der Einsatz, ja, hatten wir so noch nie. Hatten wir wirklich so noch nie den Einsatz. Hier, wir drehen den mal um, boah. Also der hat ordentlich was weggesteckt hier. Vielleicht stand er auch unter Drogen und hat deswegen die ganze Zeit weitergeschossen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es hier nur einer ist. Beziehungsweise nur ein Täter war. Sonst wäre das auf jeden Fall böse für uns geendet. So, da sind auch schon die Gerichtsmediziner, kümmern sich jetzt mal hier um den Unfallort. Ist denn die andere Person da? Hat die überlebt? Konnte die gerettet werden? Ne, leider nicht. Okay. Na gut, dann die Gerichtsmediziner könnt direkt da vorne weitermachen, haben da, wie gesagt, noch eine Person. Während die Gerichtsmediziner dann jetzt weiter hier ihre Arbeit machen, würde ich dann auch sagen, wäre es das jetzt erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.